Ja, seid mir gegrüßt. Willkommen zurück zu 1869. Und wie ihr seht, ich habe hier einen Sprung gemacht und bin schon im Jahr 1968, nicht 19, 1868. Und das sind insofern jetzt wichtig, weil ja in dem Jahr 1869 der Suezkanal eröffnet wird. Und ja, wir haben also folgende Situation. Ich habe also umgestellt und habe jetzt Dampfschiffe am Start, weiterhin noch eine Brigg und bin klar gerade dabei, einen Clipper zu bauen. Und die Dampfschiffe sind also diese hier. Moment. Genau, also mit Laderaum 700 Tonnen, 19 Mann Besatzung und 30 Passagieren. Und ich hatte vorher noch andere gebaut, die waren wesentlich größer. Die hatten irgendwie 1500 oder 1600, die konnte man hier in Savannah bauen. Das Problem dabei, man kann die Schiffe immer so schlecht auslasten. Das heißt, also man muss immer versuchen, möglichst ja, 3 oder 4 verschiedene Waren mitzunehmen, weil man an einem Ort dann meistens nicht alles verkaufen kann, beziehungsweise auch keine guten Sonderpreise bekommt. Deshalb habe ich das mal dann wieder verworfen, habe die Schiffe wieder verkauft und habe also jetzt kleinere Dampfschiffe genommen. Das Problem dabei ist jetzt, dass also die Dampfschiffe hier in dem Bereich, zum Beispiel meine Standardroute Macau nach San Francisco, nicht erreichen können. Also ich kann von Macau nicht direkt hier rüberfahren. Das habe ich aber eben erst festgestellt und habe also jetzt beschlossen, dass ich dann auf diese Route hier die Brigg setzen werde. Und die Dampfschiffe können dann, nachdem der Suezkanal vielleicht dann offen ist, hier diese Routen bedienen. Da bieten sich dann einige Sachen an. Hier zum Beispiel von Bombay mit Tee, eventuell auch ein bisschen Seide von Macau hier hochfahren oder von Diu Tabak hochfahren. Das werden wir also dann sehen. Ich würde jetzt hier im ersten Schritt mal, genau, erstmal hier die Brigg mal ausrüsten. Und wir sehen es mit steigendem Ansehen. Residieren wir jetzt hier auch schon in der stattlichen Villa. Und wir werden mal ja, 8000 aufs Schiff geben. Und ja, wir können es uns ja hier nochmal ansehen. Also der Firmenwert, die Entwicklung, wenn man sich es anschaut, wir sind jetzt bei 142.000. Und die Entwicklung war stetig. Ich hatte hier so einen kurzen, in den 2 Jahren, so ein bisschen Durchhänger. Dann ist es wieder ein bisschen hochgegangen. Da kam dann halt auch Kauf und Verkauf von Schiffen hinzu und den Haupterlös habe ich eigentlich in den letzten Jahren immer mit der Seide gemacht. Ein paar Mal Tee gefahren, ansonsten Tabak und eben hier diese Routen von Melbourne hier in dem Bereich nach Singapur, Rangoon, beziehungsweise hat Sydney dann auch Wolle, die man nach San Francisco fahren kann. Also das sind dann so die Routen, wo ich eigentlich Geld mit verdiene. Gut, das heißt, wir werden hier jetzt auf die Brigg Maschinen und Textilien laden. Und dann müssen wir uns hier nochmal die Mannschaftsorder anschauen. Dann losfahren. Ich würde jetzt hier mal nach Kapstadt fahren und hier mit meinem anderen Schiff können wir ruhig Seide einkaufen und die Seide, da müssen wir auch nochmal die Mannschaftsorder, glaube ich, ändern. Dampfschiff. Genau. So, und das andere auch. So, und mit den Schiffen Macau werde ich mal hier nach Bombay fahren.
vielleicht, da können wir nochmal reparieren unter Umständen. Und ich hatte das andere Dampfschiff jetzt hier mal gelassen, weil ich dann den T im Februar mitnehmen will, weil beide Schiffe haben noch relativ viel Geld an Bord. Und ich hatte nämlich eingesammelt in Los Angeles ein bisschen was. Da ist jetzt wieder was dazugekommen, weil ich Anfang des Jahres verkauft hatte. Und von den Fahrten hier, das heißt, das Geld muss man auch nochmal in die Hauptkasse dann geben. So, mal sehen, Januar. Und hier müssten jetzt beide Schiffe sein, genau, müssen wir kurz schauen. Das Dampfschiff 1 hat die Seide. Das heißt, das Dampfschiff 1 darf jetzt hier schon weiterfahren. Ja, wir kommen eh nur bis Kapstadt. Im Februar gibt es noch keinen Tee. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen warten. Unser anderes Schiff wird wohl dann auch bald ankommen. Was haben wir jetzt? Unser Dampfschiff ist in Kapstadt, das heißt, du darfst weiterfahren. Da müssen wir kurz nochmal schauen, wie sind denn hier die Zustände. Hier haben wir Aufstände stabil, das heißt, du fährst bitte hierhin. Gibt es noch keinen Tee. Die Brick da sein, genau. Das heißt, wir können hier Maschinen verkaufen. Ich werde alles verkaufen. Und für Textilien kriegen wir noch einen Sonderpreis. Das passt. Das heißt, wir werden hier reparieren. Und Bombay, da dürfte es jetzt Tee geben. Genau. Laden und du kannst dann auch hier nach Kapstadt fahren. So, jetzt haben wir hier die Brick wieder. Da werde ich jetzt Kohle beladen und die Kohle werden wir nach Melbourne fahren. So, unser, was ist das? Dampfschiff 1, das war das mit der Seide. Seide können wir in Le Havre verkaufen. Müssen wir mal sehen. Kommen wir da hin? Jawohl, kommen wir hin. Dampfschiff 2 mit T. Da fahren wir erst hier hin. Oben können wir schon was verkaufen. Und dann fahren wir noch weiter. Wo fahren wir denn hin? Seide können wir noch in Hamburg verkaufen. Das heißt, ich fahre von hier nach Hamburg. Und dann muss ich halt auch sehen, dass ich repariere. Und in Lagos haben wir Tee. Den müssen wir eigentlich direkt nach London fahren. Das geht auch, okay. Gut. Sonderpreis für Seide nehmen wir mit. Dann haben wir jetzt noch 400. Das heißt, ich werde hier mit meiner Seide erstmal nach Liverpool fahren. Jetzt, das ist der Clipper, der fertig ist. Den werde ich kurz mal hier noch belassen, bis die anderen Schiffe angekommen sind. Hier haben wir Kohle. Die nimmt er mir jetzt nicht ganz ab, aber das verkaufe ich trotzdem. Weil mit der Brick will ich jetzt leer nach Sydney fahren. Und hier ist jetzt das Dampfschiff 1 schon angekommen. Und hier werden wir kurz was einlagern. Die Seide. So, ja, Geld will ich auch noch hier in die Lagerkasse geben. Dann werden wir mal, ja, rund 10.000 werden wir uns mal hier behalten. Einmal reparieren. Dampf 1. Okay,
Sehr schön. Dann warten wir nochmal ab. Hier sind wir in Sydney. Da werden wir auch reparieren. Dampfschiff 1. Da können wir uns jetzt überlegen, was wir jetzt genau machen wollen. Ich denke mal, wir werden mal noch eine kleine Runde fahren. Und zwar, was haben wir denn hier unten momentan? Hier sind Aufstände stabil, stabil, stabil. Da könnten wir vielleicht mal hier noch Lagos. Was war das denn? Lagos war, glaube ich, Werkzeuge. Ja. Und was war das? Luanda. Luanda war Textilien. Textil hätte ich ja von Liverpool aus. Holz und Kautschuk. Kriegaufstände, Tanga. Oh, dann fahren wir doch vielleicht mal so eine Runde hier mit Maschinen. Textilien. Und die fahre ich nach Barcelona. Schiff in Sydney ist wieder fertig. Das heißt, das fahre ich nach Melbourne zurück. Neues aus den USA. Am 10. Mai diesen Jahres wurde die letzte Lücke im Schienenstrang der Union Pacific Eisenbahn geschlossen. Die Strecke verbindet Ost- und Westküste der Vereinigten Staaten miteinander. Sehr schön. Noch kein Suezkanal. Das heißt, wir können hier mal Maschinen und Textilien einladen. Und die fahre ich jetzt nach hier können wir ein paar Maschinen verkaufen. Nein, wo komme ich denn hin? Hier komme ich hin, hier komme ich nicht hin. Okay, dann fahr doch bitte mal hier hin. Hier haben wir unseren Tee. Oh, waren wir sogar hier Erster im Teerennen und haben also hier dementsprechend Tee gut verkaufen können, 80 Tonnen. Und die restlichen verkaufen wir hier auch noch. Sehr schön. Dann werde ich mit dir jetzt noch schnell nach Liverpool fahren. Genau. Und wir werden in Liverpool Geld in die Lagerkasse geben und behalten uns mal 11.000. Danke. Dann werden wir hier reparieren. Die Dampf 2. Auf Wiedersehen. Danke. Das heißt also, man sieht, man kann also durchaus auch mit den Dampfschiffen hier von Bombay hier hochfahren nach London. Muss halt diese Zwischenstopps machen, aber man ist tendenziell schneller als mit den normalen Schiffen. Wir haben es ja eben gesehen im T-Rennen. Wir haben es ja da anscheinend gewonnen. Und das heißt, das geht schon. Jetzt werden wir uns mal hier um diesen Clipper kümmern. So nochmal beobachten hier, was wir da an
Steuern zahlen müssen. Also der Clipper, dafür brauche ich ja jetzt hier eine Besatzung, eine Mannschaft und ich werde mal erfahrene Seemänner nehmen. Kostet mich 282. Vielleicht können wir mal eine Runde ausgeben hier. Ein paar Tipps. Ah, kein Geld in der Tasche. Ja, ich habe auf dem Schiff kein Geld. Tut mir leid. Okay. Müssen wir abwarten. Einmal abwarten. So. Dampf 2 ist in Liverpool. Dann gehen wir mit dir nochmal in die Kneipe. Ein paar Tipps. Warum kann ich denn hier nicht... So. Jetzt aber. Bombay-Werkzeug. Okay, also wir werden jetzt hier wieder auch einladen. Und zwar Textilien. Und da machen wir mal die Hälfte. Jetzt müssen wir da ja noch die Prämie noch wegnehmen wieder. Ja. Clipper haben wir noch nicht. Hatte ich da gar keine Prämie angeboten? Anscheinend nicht. Okay. Ja, umso besser. Haben wir ja die Prämie gespart. Das heißt, du fährst mal bitte hier nach London. Da wollen wir noch ein paar Werkzeuge einladen. Und jetzt ist der Clipper auch fertig. Genau. Das heißt, hier müssen wir erstmal Geld aufs Schiff geben. Und zwar gehen wir mal, da brauchen wir jetzt ja mehr. Gehen wir mal 15.000 aufs Schiff. Und dann, ja, möchte ich hier mal so eine Tour machen. Vielleicht hier Amerika. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Stabil, stabil. Stabil. Aufstände. Stabil. Stabil. Das heißt, ich werde hier mal diese Rio-Tour machen. Und zwar bietet Rio ja auch Möglichkeiten für Maschinen. So, wenn wir mal hier 50 Maschinen mitnehmen. Textilien werde ich mitnehmen. Und dann fahre ich nämlich hier noch nach London und nehme Werkzeuge mit. So. Gleiche mache ich hier auch mit meinem Dampfschiff. Mit dem Dampfschiff fahre ich jetzt hier nach Barcelona. Und mit meinem Clipper kaufe ich noch Werkzeuge. Und mit dir fahre ich jetzt nach Rio. So. Hier haben wir wieder ein Schiff, das Dampf 1 in Lagos. Da können wir mal schnell schauen. Was nimmt der mir denn ab? Eigentlich nur Werkzeuge. Das heißt, mit dir muss ich noch weiterfahren. Und zwar hierhin. Stabil, immer noch die Aufstände. Hierhin. So, Brick ist in Macau. Das heißt, hier kann ich Maschinen verkaufen und Textilien und kann hier mal reparieren.
Barcelona. Was kann ich denn hier? Also hier kann ich von dem, was ich dabei habe, nichts verkaufen. Das heißt, mit dir würde ich ganz gerne weiterfahren nach hier. Auch hier hinfahren, weil in dem anderen sind ja noch die Aufstände, da wollen wir nicht hin. Und hier haben wir repariert, das heißt, wir können Seide mitnehmen. Und die Seide fahren wir jetzt wieder hier nach San Francisco. Nee, Los Angeles, genau. Und hier ist unser anderes Dampfschiff. In Luanda. Da kann ich Textilien verkaufen. Zahlt er mir jetzt aber auch keinen Sonderpreis. Ist aber egal. Ich will nämlich Edelholz mitnehmen. Jetzt gucken. 89. Das heißt, ich fahre jetzt hier noch nach Cape Town. Verkauf Maschinen. Und nehme hier Zucker mit. Dann fahre ich jetzt wieder hoch. Der Clipper ist hier angekommen. Schauen wir mal, was wir bekommen. Sonderpreis für Maschinen. Sonderpreis für Textilien. Sonderpreis für Werkzeug. Okay, jetzt können wir uns überlegen. Also das ist dann halt immer die Vorgehensweise. Geht man jetzt eben darauf, dass man sagt, man möchte nur zu den Sonderpreisen verkaufen und belädt dann eben das Schiff mit diversen Waren und fährt dann hier zum Beispiel die Küste ab. Also ich könnte jetzt hier beispielsweise noch nach Cayenne und Portobello fahren. Jetzt mal kurz gucken. Cayenne, Portobello, da könnte ich Textilien und Werkzeug loswerden. Ich glaube, ich habe, was habe ich denn noch? Werkzeug und Textilien, Maschinen habe ich halt auch noch welche. Die werde ich in New Orleans los. Das heißt, wir würden zum Beispiel jetzt hier noch in Rio ein bisschen Kohle mitnehmen. Auch nicht alles. Kohle ist jetzt nicht so, dass das viel Geld bringt. Und dann fahren wir hier nämlich einfach nach Cayenne und schauen wir mal, was da ist. So, jetzt haben wir hier Lagos Dampf 2. Ihr seht's, je mehr Schiffe, desto unübersichtlicher wird das Ganze hier. Jetzt gucken, was können wir ihm hier andrehen. Textilien will er nicht haben. Werkzeug, Sonderpreis für 3. Hat aber nur Kohle momentan im Angebot. Das heißt, ich werde hier einfach mal weiterfahren. Jetzt haben wir hier Dampfschiff 1. Ich glaube, das war ja Zucker Edelholz. Genau, der fährt ja weiter hoch. Zucker ist Amsterdam, glaube ich. Nee, doch, Zucker ist Amsterdam. Edelholz werde ich da nicht los. Das heißt, du kannst erstmal nach Amsterdam fahren. Kommst du aber nicht hin. Dann kommt er nach Liverpool. Ja, dann fahr bitte nach Liverpool. Hier kann ich die Textilien verkaufen.
und werde Kautschuk einlagern. Und was hatte ich denn noch? Werkzeug hätte ich jetzt noch. Ich hatte... Zeug. Stände. Stabil in Tanga. Was kriege ich denn in Tanga verkauft? Da kriege ich auf jeden Fall Werkzeuge verkauft. Fahr doch bitte mal dahin. Wir sind in Cayenne. Die wollen, glaube ich, Werkzeuge. Ja. Cayenne Werkzeuge. Und er bietet mir hier Edelholz an. Kann mal alles einladen. Dann können wir nach Portobello vielleicht fahren. Zum Clipper. Da ist er auch gleich wieder dran. Portobello. Da können wir Textilien verkaufen. Und er hat 13 Tonnen Kaffee. Mehr nimmt er mir jetzt hier nicht ab. Das heißt, die nächste Route ist dann nach, was haben wir jetzt, Maschinen, das fahren wir dann nach New Orleans. Und wir sind San Francisco, nee, Los Angeles. Und hier bekomme ich momentan keinen Sonderpreis. Das heißt, ich werde Teil verkaufen. Und werde vielleicht, was haben wir jetzt noch an Bord? 8000. Das heißt, ich werde hier die restlichen Ballen erstmal einlagern. Okay. So. Und dann... noch mal schauen, reparieren müssen wir auch. Das heißt, einmal Reparatur bitte. Der Start klar. So, okay, das heißt, an der Stelle ein Break. Wir sehen es 18. September. Das heißt, es müsste eigentlich so bald nächste zwei Monate, je nachdem, der Suezkanal geöffnet werden und dann sieht die Sache schon wieder etwas anders aus. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.